Hallo, uff, war das eine Reise. Oh, ja. Ich bin angekommen. Es gibt ja eine Stadt hier im Norden. Cool. Sieht richtig geil aus mit so einem Pagodienturm. Aus Japan wahrscheinlich oder China. Und noch mehrere Kirchen oder ja, Kirchentürme. Cool hier. Ich bin einfach noch nach Norden gegangen. Dann bitte ich euch noch ein bisschen. Jo. Neue Biome oder so zeigen kann, kurz. Wir sind ja weit nach Südosten gegangen, genau, recht weit. Und hier haben wir immer noch ein paar neue Biome. Ja, ich sag's gleich mal, also herzlich willkommen zurück zum neuen Pixelmon-Part. Hier haben wir zum Beispiel Ebenlaub, also es zeigt immer der Block übrigens an unten. Und hier oben rechts ist ja Map, da sieht man, steht immer der, das ist ein Ozean hier, immer das Biom. Jo, und genau. Noch eins, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wo oder was. Muss irgendwo hier gewesen sein. Irgendwie noch ein anderes Biom, also das Ebon. Und hier unten. Also hier ist noch irgendwie so eine Plattform. Ah ja, genau, hier, Kirschblüten. Also das ist so eine Art Kirschblütenbiom wie im neuen Patch von Minecraft. Gut, also im Wohnwagen war nichts, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, ein bisschen blau-weiß. Okay, immerhin nochmals etwas bekommen. Der Weihnachtsmann ist hier. Und ich habe Schaden bekommen an diesen Blättern. Ja. Piercing. Dü-dü-dü. Ah, ich hab gegen Hunger. Okay. Aber ich kann essen den Backen. So viel Fleisch, das nicht existiert. Das geht nicht. So, und da haben wir noch ein paar Palmbeeren. Habe ich noch nie gehört. So. Kapu-Kako. Kako? Kapu ist eine Region von einem Spiel. Kapuriku, das ist Aloha. Also das hat irgendwas mit Aloha. Ah, ist vielleicht eine Insel dort. Der Aloha-Ding. Also Weihnachtsmann. Santa Claus. Ich habe keine Spielzeugfabrik, aber einen Befehlsblock. Was willst du zu Weihnachten? Ich könnte es vielleicht erschaffen. Du Cheater. Voll diese Täter. Ich weiß nicht, ich nehme gerne Filme mit, aber die bringen überhaupt nichts. Also Foto machen. Vielleicht gibt es einfach schöne Fotos. Kann man schöne Fotos einstellen. Jo. Gut. Also ich möchte auf jeden Fall zu den Kirchen. Ich will eigentlich diesen Turm, aber der ist wahrscheinlich mit Tränen fast. Ja, diese Türme waren früher Tränen drin. Da gehe ich jetzt mal noch nicht rein. Also das ist einfach so eine Challenge. Kampfturm oder so. Und dann online. Varianten, wie kommt man hier rein? Vorne? Ja, die Tür war vorne. Sind ein bisschen herumgegangen. Ja. Lava-Cakes, die könnte man auch noch aus der zweiten Gen. Ich habe in der ersten Gen schon, nein, in der zweiten, nein, in der dritten Gen, genau. Erst in der dritten Gen. Jo. Gut, sehr schön. Diesen Pilz brauchen wir ja nicht. Wir waren jetzt. Hey, waren wir im Nether hier in diesem Projekt? Nein, im vorherigen Projekt. Müssen wir eh noch hingehen. Ah, das ist Dinos. Ich schaue mir auf die Blüten. Genau, und hier haben wir Tilbeere. Die nehmen wir auch mal noch mit. Die Beeren habe ich jetzt gar noch nicht anpflanzen können. Wir brauchen irgendwo eine große Wiese. Jo. Um richtig viele von denen anpflanzen können. Habe ja im alten Projekt auch immer ein bisschen wenig anpflanzen können. Nur auf einer kleinen Vorinsel. Natürlich nicht so toll. Finde ich sehr schön hier. Cool. Und ich habe zwei neue Mods drin. Eins mal der Falling Tree Mod. Habe ich gelb? Habe ich Kokos? Ich glaube nicht. Der hat noch gefehlt. Genau, und hier sind die Türme auch. Ah, das sind zwei von diesen Kirchen. Nein, das ist ein Rathaus. Okay. Egal, also da muss ich nicht rein, aber hier. Du bist. Ah! Okay, weil das sind ganz neue Fundamente vom neuen Patch, oder? Das kenne ich mich auch noch nicht aus. Oh cool, Mondtüren zum Schlafzimmer dann. Eine Großlinse. Ja, die brauche ich ja nicht unbedingt mehr, weil die NPCs fehlen. Tempeltreppen. Okay. Jo.
Die haben Talent, also wirklich, das ist der motivierendste Mod, den ich kenne. Und der andere Mod, also der Falling Tree Mod, oder? Steht ja, der andere Mod, muss ich euch ein bisschen zeigen. Was denkt ihr, was ist das für ein Mod? Ein Weihnachtsmod? Okay, da fehlen aber ein paar Sachen. Den kennen viele Leute, denke ich mal, noch von früher. Oh, Katzenkist, Katzenbox, Teddybär. Das ist der Deco-Craft-Mod. Da haben wir Glück, dass das 1.16 und nicht 1.17 Plus ist. Weil dort ist ein anderer Mod, Deco-Craft 2 heißt der, aber der hat ganz hässliche Blöcke. Also da sind sie noch nicht weit, haben nicht gerade so schöne Dekorationsblöcke schon eingebaut und so. Jo. Und Domum Omunentum, dieser Block mit diesem Schlüssel, also wo man da die Blöcke, zum Beispiel Türen so verändern kann, den gibt es halt noch nicht in der, also der gab es noch nicht in der 1.16.5, leider. Jo, den konnte ich nicht installieren. Den wollte ich eigentlich auch haben, damit wir so Kaktustüren und so machen könnten. Aber nee. Können wir ja nicht installieren. Schade. Aber DecoCraft ist schon mal wieder ein Riesenschritt in Richtung geile Pokémon-Region und so. Aber jo, ich werde viel livestreamen. Also ich werde viel, denke ich mal, bauen dann irgendwann mal. Ja, die haben wir schon. Und jo, hier brauchen einfach viele Blöcke. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit natürlich wir dann in Livestreams und so reißen können oder wollen überhaupt. Ist auch mit der Zeit dann irgendwie mega langweilig oder so. Aber ich schaue einfach mal und sonst können wir auch mal Blöcke irgendwie ein bisschen herholen irgendwie. Da dürft ihr gerne mal erzählen, wie ihr das vorstellt oder so. Weil es ist ja zum Bauen und ja, wenn man dann Hunderttausende von Sand braucht für Farbe, Sand und Gravel braucht für Farbe, dann geht das extremst in die Biome, oder? Die werden dann einfach leer sein, ohne Sand und Gravel. Ja, Ultra-Dimension will ich so bald wie möglich, wenn ich ein Flut-Pokémon habe, schon mal betreten. Das sind rote, das ist so geil, drei Kirche im Süden. Da. Ne, ich bin in den Norden gegangen. Ich dachte, ich bin in den Süden gegangen. Aber eine Kirche ist immerhin im Süden. Okay. Da möchte ich eigentlich noch kurz hin, aber das ist nur ein Park. Also hier sind wir gestartet. Das war irgendwie so ein Haus mit so einer Bibliothek oder so. Also wir haben eigentlich alles erkundet. Was haben wir hier? Stachelpalmenbiom wieder. Da haben wir noch ein Haus, ein Dorf. Und sonst, ich möchte euch einfach jetzt noch mal kurz zu nach Hause begleiten. So, schlafen wir mal kurz noch. Ich habe hier zwei neue Kisten gemacht, wo ich den alten Loot von diesen, ja, ich habe zwischen dem Part Ding, oder? Alten Loot reingetan. Und die obere Kiste ist noch mal Mining wegen den Level. Also ich bin nicht Level 31, es geht sehr lange mit dem Minen zu leveln. Aber das ist der Loot aus dem Minen. Ich habe Stollen gefunden, deshalb hier die Loren. Und ja, ziemlich interessante Sachen noch dazwischen. Und viele Diamanten. So, also ich möchte mich noch abladen. Ja, mal die Sachen reintun. Die Bären tue ich auch irgendwo konzentriert sammeln irgendwo. Also da oben zum Beispiel. Da ist, mache ich bei den Blöcken hier. So. Sind wir gleich auch wieder fertig. Schön, dass es nicht so lange geht. Also gelbe Abikoko pflanze ich jetzt einfach mal hier an. Ich habe da eine, genau hier. Seht ihr, es ist alles auf dem Boden. Das ist eben der Decapitator Mod. Der ist ein bisschen OP sozusagen, oder? Es verhindert halt wirklich das Holzfällergefühl zu sehr. Sie überspringt es einfach sozusagen. So, ah, da haben wir dann. Ja, gut. Und ich habe das ein bisschen verändert, dass man einfach jetzt
Die Bäume. Boah, bist du ein fettes Teil. Sollte. Ist er jetzt kaputt oder was? Ah, man muss draufbleiben. Dass man sozusagen nur hier unten, oder? Den Baum fällen muss. Es sieht ein bisschen komisch aus. Aber es ist echt irgendwie merkwürdig. Ich hoffe, der Baum geht jetzt dann kaputt, wenn alle Blöcke weg sind. Ja, er geht kaputt. Er braucht einfach lange. Aber das ist jetzt wirklich nicht gerade so extrem gecheatet. Weil du einen Block abbauen sonst, in einem Standard-Variante, oder? Also in der normalen Menü ist installiert. Und dann fällt alles zusammen. Dann habt ihr alle Blöcke sozusagen am Boden. Und so muss man halt immer noch ein bisschen drücken. Und dann müsst ihr in den Configs, also zuerst einmal Mod installieren, Mod starten, also Game starten, Game beenden oder in den Hauptmenü gehen, reicht auch schon, glaube ich. Und dann einfach Config kurz verändern. Und ja, dann habt ihr sozusagen das wie ich drin. Okay, dann tun wir noch das Schwert oder eine Spitzhacke verzaubern. Die habe ich ja noch nicht gemacht, denke ich mal. Ah, Spitzhacke habe ich gemacht, okay. So, also. Jo, Lapis wollte ich ja nicht mit. So. Meine Güte, jetzt bin ich gerade so vom Denken wieder ein bisschen durcheinander. Jo, Haltbarkeit ist gut. Ja, effizient ist gut. Okay, also, das reicht schon mal. Dann, jo, beginnen wir langsam. Obsidian haben wir noch nicht genügend für Portal. Bin ich leider noch nicht so drauf gekommen. Ich müsste die farmen. Oh, du könntest sie einfach farmen. Das ist aber schon ein bisschen langweilig zum Zeigen. Machen wir das im nächsten Part, dann haben wir wieder ein Thema. Aber so dringend im Netter brauchen wir halt wirklich nichts. Jo, Setzlinge aber haben wir. Ja, haben wir die jetzt gesetzt? Ja, okay. Haben wir wieder gesetzt. So, und die Pokémon-Spawn-Rate ist auch natürlich wieder ein bisschen höher gegangen. Jo. Dann gehen wir die zwei Biome noch ein bisschen anschauen. Dafür muss ich gedrückt. Super. Gehen Kirschblütenbäume holen. Und dann gehen wir nach Westen wieder. So, ich habe hier genau das Boot. Sehr schön. Also diese Insel, das ist ein Livestream-Projekt. Da ist doch das Ding, genau. Das Gebäude. Die Insel ist ein Livestream-Projekt. Und der Bauernhof zuerst mal wird so ein Let's Play-Projekt sein. Weil wir müssen ja dort so die Sachen einfach anpflanzen, dass wir die zur Verfügung haben, wenn wir sie brauchen. Bäume, alles und so Sachen, also auch einen Forstbetrieb dazu machen. Und bei den beiden suchen wir einfach Pokémon. Und ja, also tun wir immer wieder so ein bisschen abwechseln. Also das kenne ich noch ein bisschen vom anderen Projekt. Da habe ich auch einen gefunden, genau. Das ist ein Arceus Chalice, glaube ich. Und wir müssen irgendwie zuerst Dialga, Palkia und so fangen oder siegen. Dass wir irgendwie Arceus bekommen. Das ist Gen 4, da kenne ich mich noch nicht so sehr aus. Ich habe Bloody Platin gespielt. Das ist eine Modifikation, die alles mega schwierig macht. Und das auch nur zu einem der ersten von diesen Eis. Steingolems da, also diese vier Golemarten oder fünf Golemarten. Genau. Jo. Ich lerne auch ziemlich viel noch kennen, oder? Wir können gemeinsam natürlich ein paar Sachen lernen. Nachforschen. Wäre gut, dass. Jo. Okay, vielleicht mal ein ganz kleiner. Dass ihr da mir ein bisschen helfen könntet, oder? Und falls ihr Fragen habt, es gibt sicher auch Leute, die sich besser auskennen als ich. Im Pixelmon dürft ihr natürlich auch gerne posten. Eben, ich bin sehr frei, also bei mir müsst ihr nicht Angst haben, dass ihr irgendwas falsch macht, gell? Also in der Freien könnte ich vielleicht ein bisschen ansprechen, oder? Dass ihr das wisst und so. Dass ihr nicht unbedingt nerven solltet oder
sagen, schreiben sollten. Eben Spoiler ist halt nicht so tolle. Wenn ihr irgendwas habt, was ich nicht herausfinden kann, wie zum Beispiel, wie man Arceus spawnt, dann dürft ihr das posten. Es ist ja nicht ein Spoiler. Es tut keine Story oder irgendwie ein Spiel-Ding. Eine Funktion so spoilern, dass man selber herausfinden könnte, aber dann nicht mehr erfährt, weil man es schon weiß oder so. Es ist eher, ich weiß nicht wie, weil der Mod mir erklärt das nicht, also dürfte das auch posten, oder? Weil sonst müsste ich irgendwelche Videos schauen und dafür habe ich echt keine Zeit. Ich habe jetzt heute schon nicht so viel Zeit, deshalb haben wir heute auch nicht zwei Videos oder drei Videos sogar. Und nur dieses Video. Aber morgen habe ich dann Zeit zum Livestreamen und dann kommen sicher auch wieder mehr Videos. So. Die Golden. Brauche ich eigentlich nicht. Ey, hallo. Oh, was ist das da drüben? Ach, nochmal ein Ding. Also wir haben jetzt... Wir haben jetzt noch nicht diese Bäume gefällt. Ich muss hier rüber. Ich bin daneben durchgegangen. Ja, weil ich ja nicht übersetzt wurde. Ne? Also jetzt müssen wir noch rüber gehen. Ahorn haben wir. Haben wir Blätter vom Ahornbaum? Nehmen wir lieber den kleinen hier. Auch die Axt geht schon bald kaputt. Es wird ein bisschen dauern. Ne? Hey! Ja, aber ich will... Und hier oben? Jetzt müssen wir alles selber kaputt machen. Und das spammt uns voll. Ich will einfach einen, mindestens einen. Hey, das ist doch doof, ey. Der Mod funktioniert einfach nicht richtig. Also gib mir jetzt mindestens eins jetzt. Und komm. Du bist blöd, Mut. Habe ich jetzt? Ja. Okay. Wenigstens einen. Dann braucht man vier wahrscheinlich wieder. Naja, ist doch egal. Hol ich mal nach. Wenn ich nicht ein Video mache. Oder Livestream. Also, dann brauche ich so einen weißen. Die haben schön... Hey, das könnte für unsere Wähler mega so ein Standardblock werden. Den finde ich so schön von außen. Innen ist er natürlich, ja, weinrot. Das kann ich dazu sagen. Nicht ganz so schön. So. Und dann muss ich irgendwo noch einen kleineren roten, ja. Gut, sehr schön. Ja, sehr gut. Ich finde, das macht so viel Spaß. Es gibt eben so Szenen, wo... halt durch zum Beispiel Biome oder so ein bisschen Langeweile einkehrt. Aber das ist so motivierend. Eine japanische Orchidee. Okay. Diese Palme haben wir, es gibt nicht andere. Nein, die war doch. Aber wir haben gar keine Sätze. Okay, die andere Palme hat uns keinen Sätze gegeben. Oder wir haben sie nicht gesehen. Ich hatte mich umgeschaut nach... Ach, keine Ahnung. Ist die Setzlinge geben? Naja. Eindeutig, die geben nicht immer Setzlinge. Haben viel zu wenig Blätter, die sollten einfach 100% dann droppen. Verstehe manche Mod-Hersteller nicht. Wie lange sollte man dann die Setzlinge erzwingen, oder? Ja, sie sind wirklich nicht hier. Schade. Na gut. So, um DecoCraft auch herzustellen, so braucht man halt die verschiedenen Farben. Die müssen wir jetzt noch suchen. Also Kakteen brauchen wir, glaube ich, noch mindestens. Wir brauchen grün oder brauchen wir blau. Dann brauchen wir keine Kakteen. Oder wie? Rot, gelb, blau oder grün. Dann können wir gleich mal kurz nachschauen hier am Anfang. Das ist Pixel schon. Wo sind denn die Blöcke, die Farben und die Crafting Table da? Deko-Tisch ganz am Schluss. Ja, sehr verwirrend, da ist auch klein.
Boy. Also irgendwie Color. Farb. Ja, sehr schwierig. Gelb. Also hier in Gelb gibt es keinen von diesen Bällchen. Das sind so Farbbällchen. Blau. Boah. Also an Deko. Gibt es kein Deko-Table mehr? Was sind das für Sachen? Pop, was sind Pop auf Deutsch? Das sind einfach Dinge. Ah, das sind Packungen mit Figuren drin, okay. Sieht man fast nicht. Also dann, Table. Hey, nein, Tab. Hey! Ich bin ein bisschen verschoben. Das war du, es war ein bisschen wegen dem Mousepad ein bisschen zu weit links. Okay, Modification Table ist es nicht. Also Deco Craft Mod hat irgendwie sich so stark verändert in 1.16.5 und so, der neuen Version. Ich check das nicht mehr so sehr. Muss ich irgendwie ein bisschen ausprobieren. Ja, dann zeige ich es euch wieder. Wie genau wir dazu kommen. Okay. Ein bisschen schade, aber gut. Nehmen wir nichts mehr einen Blattstein. Schere. So. Aha. Carbon, okay. Ja, diese Boost-Sachen für einen Kampf und so. Bin ich nicht so Fan, das ist relativ schnell wieder weg. Das braucht halt eine Runde. Hab die nie eingesetzt, auch diese X. Ah nein, Carbon ist ja für immer, für ein Pokémon für immer. Die habe ich eingesetzt, aber diese X-Angriffe, X-Verteidigung und so, die habe ich nie eingesetzt. Ja, hier waren wir. Stimmt. Hier drüben war noch ein Block. Mann, ich muss wieder tauchen. Nicht tauchen, sondern Boot fahren. Also dieses eine Teil dort. Können wir das eigentlich gut auf? Ein Screenshot. Wer kann gerade schwimmen? Welches Pokémon kann schwimmen? Ja, mit dem Boot. Kann ich nicht so gut. Du baust, hallo. Kommst du hier raus? Ah. Ich denke noch falsch. Baut sie hinschauen, hallo. Mann, die sind immer so. So. Jo, ist ein guter Screenshot. Ich habe jetzt einfach zwei gemacht, weil ich einmal drauf gekommen bin. So, Bautz, ja. Du gehst wieder rein, hä? Sonst trinkst du. Vögel haben ja auch nicht gerne so Wasser, außer Wasserbad. Ja, Sonnenbad oder wie heißt das? Weiß das, was die Vögel da immer machen. Bei den Brunnen. Ja, Wasserbad. Das ist eine alte Statue und Wald. Oh, komm. Ich bin so abgelenkt durch diese coolen Sachen. Durch diese Items und so. Nochmal alte Statue. Kann man die stecken? Ja. Wo habe ich die eingesammelt eigentlich? Das erste Mal. Ah, die waren wahrscheinlich im anderen Wrack drin. Ja. Ich finde die Steuerung halt immer manchmal so ein bisschen zu schlecht für so Wracks tauchen. Was bist du denn, Gardas? Boah, ich sofort wusste, dass es ein Gardas ist, aber zuerst einfach dachte, das wäre so ein anderer Wurm. Mario ist auch noch eins. So gerne würde trainieren. Aber ich will lieber so eine Vorentwicklung. Zuril, glaube ich, heißt's. Jo. So, wo ist der Turm da drin? So, hier hätten wir noch Pozol.
Irgendwie auch irgendwo holen. Mega-Tiger gibt es wahrscheinlich mega selten nur noch. Okay. Ist das irgendwie wieder so etwas? Naja, das ist wahrscheinlich wieder etwas zum Spawnen oder so. Das sind wirklich nur so Sachen, die ich nicht brauche, also die man nicht öffnen kann. Aber hier oben ist sicher noch etwas. Jetzt werden sie das nicht mehr. Für was eigentlich? Also für was? Ah, wie soll ich das eigentlich erklären? Es ist so umständlich hier oben. Da am anderen Turm ist jetzt nach oben. Das sind wirklich Korallen nur. Rote Korallen. Für was mache ich das eigentlich? Es ist wirklich nur, ja, dazu da, um ein bisschen Loot zu holen. Naja, es ist schon motivierend natürlich, das zu finden, etwas Neues zu verstehen. Ringfeder, Aberfeder, keine Ahnung für wo ich, also. Okay. Das ist einfach zum Weitercraften voran. Ja, der Schwarzstein muss ich noch irgendwie. So viel Kirschstamm brauche ich nicht. Okay, die Fäden gehen noch ein, stimmt. Oh ja, dann. Denke weniger nach. So und. Ja, ich will jetzt eigentlich dort hoch. Zuerst vielleicht hier rüber. Ah, ich will den nicht kaputt machen. Lieber irgendwie hochstecken. Wow, sieht das schön aus, diese Kombination aus Pink, Schwarz, Grau und Rot und so. Das ist richtig geil. Ja, aber man kommt gar nicht hoch. Ist einfach das Treppenhaus hier gewesen. Ist, ja, ist eigentlich easy aufgebaut, aber so ein bisschen. Oh nein! Das nervt so, diese Schuhe, weil sie so schnell sind. Ja, und wie soll ich jetzt hier? Also die Bauweise ist echt kompliziert. Mit uns Turbo treten. So, also. Hier haben wir zum Beispiel, ja. Können wir dann mal herstellen, da haben wir sich schon mal eingesammelt. Nehmen wir mit, nicht mit. Und hier haben wir, genau, wir machen hier oben einen Wegpunkt. Oh, ist hier irgendwo ein Spawner? Nebulak. Krass, ein Cybertable, okay. Jo, dann mache ich hier mal einen Wegpunkt. Roter Turm. So. Ja. Rosa roter Turm, aber. Dann haben wir hier unten noch ein Haus. Hier kann ich mich ja runter. Ist das ein Kokon? Ja. So. Nicht zu schnell, sonst bin ich unter Wasser. Bin ich unter. So. Gut. Dann ist noch eine Rose vorkommen. Prima. Ja, jetzt habe ich doch ein bisschen Schaden bekommen. Also wir gehen noch zur Ruine. Bist du Level 2? Okay. Ja, möchte ich natürlich so nicht fangen. Ich brauche eine pinke Biene oder so. Eine Shiny. Wir haben ein Shiny Hornio gefunden oder so. Wir haben ein rosa Hornio momentan, wir brauchen ja das Hornio gar nicht. Klar. Aber das Shiny haben wir im letzten Projekt gefunden. Und das Rose ist jetzt in diesem Projekt. Ich denke, die Axt brauchen wir nicht mehr. Knochen möchte ich eigentlich immer mitnehmen und so, aber nö. Immer zu wenig Platz.
Genau, wir sorgen im nächsten oder übernächsten Part dann mal noch um den Rucksack. Aber ich habe jetzt noch nicht so eine gute, ja, Leder-Ding gefunden, Location, wo ich Leder fahren kann. Naja, ist ja auch schwierig, ne? Gut. Jo, dann Dankeschön fürs Zusehen. Ich gehe noch mal kurz irgendwo hin, wo ich ein bisschen mehr zeigen kann. Jo. Ja, ist eine coole Burg gewesen. Das andere Biom werden wir im nächsten Part noch kurz anschauen. Was war das für ein Biom? Ah, das ist ganz in der Nähe, oder? Ist das hier? Ja, Ebonlaub. Einfach nach Norden. Gut, gehen wir mal kurz ein bisschen nach Norden, damit ich weiß, was ich machen muss im nächsten Part. Und jo, gell? Habt Spaß und eine Freude am Leben, gell? Und ja, wir sehen uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, wieder. Wenn ich einfach aufhören oder so. Also wenn ich aufhöre, dann bin ich halt irgendwie krank in einer Klinik oder sonst irgendwas. Aber ich kann ja auf dem YouTube-Kanal dann wahrscheinlich posten oder News geben. Einfach dann in meinen Kanal reinschauen oder ihr seht es dann wahrscheinlich auch in eurer Abo-Box und so. Genau. Gut, also hier sammeln wir dann noch das Holz, das Ebenholz. Ebenerz. Oder also wie hieß es das in Skyrim? Ebenhart. Ebenherz, ja. Genau, also in Morrowind war es zuerst mal, ja. Und in Eldersko Sonne. Gut, also, vielen lieben Dank. Tschüss.